Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Slendytubbies 3. Es ist mal endlich erschienen und man kann einfach nicht leise stellen. What the fuck? Wir machen mal ein neues Game. Ich hoffe. Ja, okay, gut. Chapter 0. It was good. Es war gut. It is then that land lies underground machines created by the unknown, capable of creating life forms. These machines have been creating creatures known as Teletubbies for hundreds of years. The machines worked in a secret underground lair. One of their creations known as the Teletubby Guardian, who had white fur, was designed to monitor a test group of four Teletubbies in secret. They were known as Tinky Winky, Dipsy, Lala, and Poe. The four Teletubbies lived together in a dome-like home with a boxed landscape known as the mainland. The group were like hamsters in a cage, not knowing that they were being monitored within a fixed area. They also lived with an intelligent machine known as Nunu. The Teletubby Guardian monitored the group's behavior and documented it into a database, ensured the group's health, and also had to ensure that the group did not leave the area. Over the years, the Guardian grew a strong bond with the group, enjoying watching over them, despite the group not knowing of the Guardian's existence. One day, things went horribly wrong. Okay, also eines Tages ist alles schief gegangen. Die wussten nicht mal, dass es einen Guardian gibt, der über sie aufpasst. Sie haben so in einer Box gelebt, so eine Art. So ein Hamster, in einem Käfig wie Hamster. Oh, da ist Po. Nunu, it's a beautiful day. Es ist ein schöner Tag. Hallo, Nunu. Wunderschönen Tag, Po. Warum bist du hier ganz alleine für dich draußen? Jeder vermisst dich. Es ist schön, die Welt zu sein. Ich bewundere es. Was ich sehe, ist Gefahr. Ich bin nicht wasserfähig. Wir sollten dir einen Regenmantel besorgen. Das würde wunderschön sein. Du musst, geh bitte jetzt nach Hause. Okay, ich bin hier eh fertig. Seh dich. Eigentlich, ich bleibe hier stehen. Ciao. Alright. Bye, bye. Ja, ich komme nicht mehr hin. Bye, Po. Ich konnte nicht mehr hinterher, lol. Ich frage mich, was die anderen haben. Schöne Welt. Schön flauschig jedenfalls. ZeroWorks Presents. Das ist Dipsy. Jedenfalls Slendytubbies 3. Das ist ein Horrorspiel, wenn keiner kennt. Da ist wieder Nunu. Die Maschine teile. Translated by Scene. Es war schon lange angekündigt, endlich ist draußen. Das ist der Teletubby Guardian, der auf die auspasst. Das ist wahrscheinlich Tinky Winky, der lila da unten rechts. Da ist Dipsy wieder. Po meine ich. Es gibt auch noch Lala. Lala ist gelb. There's no place like home. Da ist kein Platz wie zu Hause. Oh. Oh, so funktioniert's. Tinky Winky. Pooh is back! Juhu! Hi, Tinky Winky. Ich werde hungrig. Ich auch. Wir gehen jetzt in Zeit und machen uns Tubby Custards. Okay, aber du solltest erst mit Lala reden. Sie ist irgendwie traurig den ganzen Tag. Ich versuch's. Hallo? Oh, hi, Po. Die seufzt. Bist du okay? Nein, sie hatte einen schlechten Traum letzte Nacht. Es war über uns und schlechte Dinge sind passiert. Aber ich kann mich nicht mal erinnern, was. Klingt komisch, klingt gruselig. Aber es war nur ein Traum. Versuch's zu vergessen. Willst du was spielen? Sie fühlt sich nicht nach Spielen.
Okay. Schau. Ja, schau. Dann gehen wir mal rein. So, gut. Enter House. Wir gehen jetzt rein. Oh, hi Dipsy. Zu weit wahrscheinlich. Hey Dipsy, hey. Hast du dein Hut gefunden? Na, das war schon so lange, dass er es verloren hat. Er weiß nicht mehr, wo es ist. Du wirst es irgendwann finden. Ich bin mir sicher. Ah, of course, you need to put... Ja, wir sollten ja die Kussmaschine machen. Da war ja so ein Stromteil, was ich gerade gesehen habe. Gut, dann machen wir mal die Kussmaschine an. Oh, jetzt hat er wahrscheinlich... Weiß er, wo sein Kopf ist. Power. So, okay. Power is now on. Time to make some custards. So, Strom ist jetzt an. Jetzt können wir Custards machen für sie. Für unsere Familie. Oh, the machine is broken again. I guess I better fix it. Die Maschine ist zerbrochen und wir brauchen ein Tool wahrscheinlich. Please hurry, I'm so hungry. Got fetch to the toolbox. Okay, wir brauchen jetzt diese Werkzeugkiste. Eine Werkzeugkiste. Wahrscheinlich irgendwo hinten. Hier sind die Schlafsäcke. Hier liegen Kabel rum. Oh, okay. Ist das Builder's Torch? It still works, but I don't need it right now. Es funktioniert immer noch, aber ich brauch's gerade nicht. Nimmst du's? Okay, gut. Ah ja, wir haben hier ein Inventory, okay. Alright, now time to fix the custom machine. Okay, jetzt können wir es reparieren. Die Musik ist so laut, Alter. Kann nicht irgendwas. Okay. Ah ja, stimmt. So. Müsste klappen. Okay, gut. Phew, that should do it. Das müsste es gewesen sein. Yeah, you did it! Tubby Custard! Could you please make custards and hand it out to each of us? We are hungry. Okay, wir sollen jetzt zu ihm bringen. Yeah, sure, I guess I make my own once I made enough for you guys. Okay. Wir sind so nett, ne? Oh, da liegen die. Stinkt das. It's ready to time give it one of all my friends. So. Ich gebe es als erstes. Komm, Lada, du hast einen schlechten Traum. Oh, hi, Gimproof Sniff. Comfort. Make you feel better. Thank you, Paul. You are a true friend. Du bist ein echter Freund. So, Lada fühlt sich ein bisschen besser. Diese Intro-Sequenz, ne? So, schon wieder ein fertig? Ich will nicht wissen, was sie aus ihm macht werden. So, Tinky Winky, der ist sehr hungrig, deswegen. Here you go, Tinky Winky. Da, da ist es. Thank you, Paul. I couldn't live without you. Ich könnte nicht ohne dich leben. Merke ich. Oh, jetzt bin ich selber ein bisschen hungrig. Aber das esse ich nicht. Man weiß nicht, was da drin ist. So, Dipsy, du bist der Letzte. Here you go, Dipsy. Thank you, Paul. Don't forget about yourself. You must be hungry. Okay, ich bin hungrig, ich weiß. Ich mach mir schon einen, keine Sorge. Brauchst keine Sorgen um mich machen. Now to make myself some tubby custard. 10 Stunden später. Wie viel Uhr hatten wir dann? Oh, jetzt ist Nacht. Gemütlich, in dieselbe Kapuze zu hocken. Ich kann nicht schlafen. Kamera? Warum komme ich so dran? Tinky Winky? Ich musste gerade mal lauter machen, sorry. Oh, Alter. Ich hab gerade meine Kamera. Okay, das muss reichen.
Tinkwinky? What are you doing? Er wird wahrscheinlich kontrolliert. Warte, wo gehst du hin? Ich wach die anderen auf. Guys, wake up. Wacht auf. Tinkwinky broke the custard machine. Jetzt zerbrochen. Und es ist abgehauen. Hä? What? Warum? Ich weiß nicht warum, aber ich mache mir Sorgen. Wir müssen ihn finden. Okay. Hol die Lampe. Ich bin gleich in einer Minute da. Dipsy schläft immer noch. Ah, geht einfach. Ich warte hier, wenn er zurückkommt. Falls er zurückkommt. Okay. Strom. Ah ja, stimmt. Das brauchen wir. Pick up. Okay. Jetzt haben wir das. Okay, time to find Tinkwinky. Jetzt ist die Zeit, Tinkwinky zu finden. So, Tipp. Lala ist auf. Okay, gehen wir raus, komm. Okay, let's go find him. Können wir rennen? Nein. Sei doch mal langsamer. Tinkwinky, wo bist du? Hallo, du bist zu schnell. I go right and look for him at the lake. You go left. Ich soll links gehen. Das eigentlich rechts ist, oder ne? Achso, ich soll zum... Tinkwinky, wo bist du? Bist du irgendwo hier? I guess I should look around. Hier ist ein Custard. Tabby Custard, wie sind Sie hierher gekommen? Tinkwinky, es scheint nicht hier zu sein. Ich guck lieber mal nach dem See. Wo geht zum See eigentlich? Ach da, okay. Musik? Alter, die traurige Horrormusik. Tinkwinky, da ist Tinkwinky. Alter, da links! Lala? Was ist mit Lala passiert? Ist sie tot? Bist du okay? Oh my fucking god. Er jagt mich. Ich muss schnell zum Haus kommen. Mach dich auf die Socken. Das ist Teil. Oh, die Musik, Alter. Wir müssen zum Teletubby-Haus, schnell. Oh Gott, ich will gar nicht hinter mir gucken. Weil er ist wahrscheinlich hinter mir. Ich würde gerne nach hinten gucken wollen, wie weit der weg ist. Da ist das Teletubby-Haus, ich sehe es schon. Oh fuck. Oh nein, wie ist das passiert? Irgendwas ist falsch mit dem Kustos. Oh fuck. Oh Gott! Heia.
Alter! Junge! Das ist ein mordsmäßiger Jump gewesen. Oh. Das ist doch nicht normal. Tabby's gone. Ich sehe das schon, ja. Lauf einfach, lauf. Das ist ein Baum. Bleib doch nicht stehen! Ich sollte lieber die anderen Casters finden und sollte darüber wissenschaftliche Dinge machen. A new day. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser Folge. Ich mache noch die anderen Chapter, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert mich doch einfach und lasst einen Kommentar da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.